Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch heute aus Hildesheim. Wir nehmen den Lamarca 59G unter die Lupe. Ein teilintegriertes Wohnmobil mit bis zu 4 Betten und großer Heckgarage. Das wird spannend, die Marke ist noch sehr neu am Markt. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Nora ist schon fleißig am Messen hier. Das muss ich im Bett machen oben. Komme ich nicht dran. Gut, gut. Ja, gut, gut. Dann lass uns mal das Licht anmachen. Ja. Pass auf, bevor du reinkommst, überall gibt es diese Ambiente, diese blaue Ambiente-Beleuchtung. Ja, ich sehe das gerade hier, ne? Ja, ja. Und nicht nur in blau, Nora. Ja. Hier auch in weiß. Ja. Ach, hier kann ich auch noch machen. Genau. Das sieht gut aus. Ach, den Stuhl habe ich noch gar nicht umgedreht. Machen wir das doch mal. Kann man besser die Sitzgruppe erkennen. Ah, weißt du, was ich unheimlich schick finde? Diesen doch dünn oder wie soll ich sagen, nicht so dick gestalteten Tisch. Der ist sehr groß, ne? Heißt das Korean? Sowas, aber auch Bertel, der stellt immer Fragen über Fragen. Und ich ohne Brille. Korean. Korean, ne? Ja. Das sind die Arbeitsflächen, der Tisch und auch im Badezimmer. Mit Antibakterien. Kratz und Hitze beständig. Genau, das wollte ich sagen. Also der Händler sagte sogar zu uns eben, dass ihr sogar einen heißen Topf hier draufstellen könnt. Ja. Der Tisch ist variabel. So, jetzt schieben wir ihn aber mal ganz dran. Ja. Gleich mal öffnen. Da oben haben wir ja so eine schöne Panoramaluke. Lamarca nennt das Skydome. Ah, okay. Ambientebeleuchtung und zwei Staufächer, ne? Eins rechts und eins links. Der nächste Blick, der fällt bei mir auf diesen Vorhang, ne? Ja. Vorne Verdunklung vom Fahrerhaus mittels Vorhang. Ja. Optional könnt ihr natürlich auch die Scheibenverdunklung bekommen. Hm. Genau. Oberschränkchen. Ja, der fällt ein bisschen schmal aus, ne, ja. Der Stauraum. Ja. Das ist dem Motorantrieb geschuldet, der sich hier hinter verbirgt. Fürs Hubbett. Ne? Zum Absenken des Hubbettes. Wir haben Metallbeschläge, sehe ich hier. Ne? Diese Verschlüsse, die haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ne? So, und dann greife ich hinter und drücke und dann kann ich öffnen. Und da ist noch eine Lampe, eine LED-Leiste. Ja. Schau. Rahmenfenster. Hier. Insektenschutz und Sichtschutz. Ein Blick von hier ist ja auch mal schön. Mhm. Ach, siehst du das von draußen? Das hätte ich glatt übersehen, eine Steckdose. Hier gleich am Tisch. Und eine USB. Wollt mal unter die Sitzbank gucken. Ob sich da die Heizung befindet, das weiß ich nicht. Spannendes Thema, was ist unter der Sitzbank? Ja, ich habe das Polster entfernt und klapp mal, oh, da ist der Frischwassertank. Mhm. Sehe ich ja immer gerne, Membranpumpe, also Druckpumpe, ne, für die Wasserförderung. Und was haben wir rechts? Da ist noch ein Stauraum, Noah. Kommst du ran? Ja, ich komme ran. 230 Volt Einspeisung. Was ich hier gerade sehe, ist, die Wasserleitungen sind alle noch mal gedämmt. Da ist eine Dämmung drum um die Wasserleitung und da ist noch mal ein Ablassventil. In diesem Fahrzeug ist auch der Abwassertank gedämmt und beheizt. Der Frischwasser- und der Abwassertank haben jeweils ein Volumen von 100 Litern. Die Tür mit Fenster und Verdunklungsrollo lässt sich über die Zentralverriegelung verschließen. Und darüber sehen wir den Schlüsselschalter für das Hubbett zum Hoch- und Runterfahren. Daneben das Bedienpanel mit Anzeige für die Füllstände und Lichtschalter, Hauptschalter, Außenbeleuchtung, Pumpenschalter. Und daneben haben wir die Steuerung der Truma Kombiheizung. Die kennt ihr ja alle. Ich möchte das Hubbett mal runterfahren. Dazu müssen wir die Kopfstützen entfernen, was ganz einfach geht. Ach, gesteckt, ja. Gesteckt.
Ich lege die mal lieber so rum, dann zerkratzt es nicht. Was ich ganz schön finde, dass die Eingangstür frei bleibt, wenn ich das Hubbett runterfahre. Wo bist du? Hallo, hier liegt auch schon die Leiter. Ist das jetzt ganz unten? Das ist jetzt ganz unten. Ich hänge mal die Leiter ein, ziehe mir die Schuhe aus und gehe mal nach oben, weil das Bett konnte ich von unten nicht ausmessen. Ja, ich messe mal als erstes die Breite. Das ist doch etwas schmal. Also es geht übrigens auch, ihr müsst das Fahrzeug nicht mit Hubbett nehmen. Das ist optional, das Hubbett. Und man kann, also wer kein Hubbett möchte, sich auch dann das dritte Bett unten in der Dinette ordern. Haben wir jetzt in diesem Fahrzeug nicht, da das Hubbett da ist. 1,06 Meter Breite. 1,6, okay. 1,6 Breite. Und wir haben eine Länge von 1,94. Und eine hier oben. Oh, das ist gut. Zum Lesen. Nora, was mich interessiert, ist die Badezimmertür frei zugänglich, auch wenn die Leiter da steht? Ja, funktioniert. Ich komme an der Leiter vorbei ins Badezimmer. Ja, ist auch reichlich Platz da. Ja. Das geht recht flott, ne? Ja. Drin. Nee, nicht drin. Jetzt drin. Jetzt sitze drin. Schiebefenster. Oh, guck mal, wie leicht sich das bewegen lässt. Ja. Ne? So, was haben wir hier? Ach, jetzt geht das hier zusammen hoch. Ja, da ist so ein Gummi in der Mitte. Ja, so ein Gummi. Und dann geht's auch einzeln. Dann geht's auch einzeln. Genau, das ist ja auch interessant, das habe ich noch nicht gesehen. Eine Klappersicherung. Das kann sein. Das kann sein. So, zwei Flammenherd. Zieh mal bitte den Stöpsel aus dem Abfluss. Das ist ein schöner, großer Abfluss. Mhm. Mhm. Gut. Ja, dann können wir abwaschen. Ja, Oberschrank haben wir nicht. Entfällt. Ambientebeleuchtung, zwei Steckdosen, 230 und 12 Volt. Und links ein großer Schrank. Und links ein großer Schrank. Mit Einlegeboden. Mit Sei mal so gut, da unten ist ein Boden, den kann man rausnehmen. Da befindet sich die Aufbaubatterie. Und davor, die silber-schwarze, das ist ein 21 Ampere Netzladegerät, also über Landstrom. Ne, 21 Ampere, ist das richtig? Ja, richtig. Ja. An der linken Seite des Küchenblocks sind gut zu erreichen die Aufbohrsicherung untergebracht und darunter ein Batteriehauptschalter. Drei Schubladen unter der Spüle. Mit Softclose. Mhm. Und abschließend die Arbeitsplattenverbreiterung in einer Ebene. Der Mülleimer ist an der Tür angebracht und immer schön aufpassen, wenn ihr die Tür geöffnet habt und ihr wollt sie schließen und habt das Mückenschutzrollo noch nicht zur Seite oder zurückgeschoben. Immer dann, zurückschieben. Sonst schlägt euch der Mülleimer ins Mückenschutzrollo, wenn ihr das nicht vorher zur Seite geschoben habt. Ja, und dann braucht ihr ein neues. Dann braucht ihr ein neues. Hier im Eingangsbereich ist noch ein Spiegel mit Ablagefläche. Ja, ich sehe ihn. Ui, hier unten noch. Und dann noch ein kleines Staufach. Kleines, gut, du. Das geht ja noch ein Stück rein da. Ja, ich sehe es von hier nicht. Das geht bis zum Bettanfang. Guck mal, das ist ja auch ein schickes Gimmick, ne? Ein beleuchteter Griff. Und zu guter Letzt, zur Küche gehört der große Absorberkühlschrank, beidseitig zu öffnen, mit 140 Litern. Inhalt? Mhm. Und? Eisfach. Und dann hast du ja noch einen richtigen Stauraum über dem Kühlschrank. Über dem Kühlschrank. Was da hinten so rot leuchtet, das ist die Steuerung der Sattanlage, die hier verbaut ist. Im Auftritt zum Heckbett befinden sich noch zwei Stauräume. Und was ist denn hier hinter? Ein großer Stauraum. Ja, das ist der Kleiderschrank hier in der Mitte. Ach, da ist eine Kleiderstange. Da ist eine Kleiderstange oben. Und da rechts unten sind die Absperrhähne, ne? Mhm. Für die Gasanlage. Und dann geht es ja noch rechts und links weiter hier im Schrank. Mhm. Ja, das sehen wir dann ja von der Garage aus. Ja, ihr kommt in diese zwei Stauräume, mhm, einmal von hier und einmal von der Garage aus. Und der Schrank ist beleuchtet, sehe ich gerade. Hier ist ein Schalter.
Tatsache. Das geht automatisch, wenn du die Tür aufmachst. Gut. Gut dem Dinge. Die Matratze liegt auf einem Lattenrost. Ich liege im Bett, die obere Beleuchtung. Und hier hinten habe ich noch zwei Leselampen. Oben drei Staufächer. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt fehlen noch die Bettenmaße, ne? Also mir kommt das schon sehr, sehr lang vor. Und das stimmt nämlich auch. Die Bettenmaße. Wir haben eine Breite von 1,30 Meter und eine Länge von 2,08 Meter. Über dem Kühlschrank hier vor dem Bett haben wir noch eine Bügeldachluke. Und ich habe doch ehrlich gesagt ein Problem, da gut ranzukommen. Aber wir haben ja hier zwei Stufen und dann kann ich sie öffnen. Wir haben hier im Eingangsbereich eine Stehhöhe von 1,99 Meter. Und unterm Hubbett 1,90 Meter. Das Bad habe ich mir natürlich vorhin schon mal angeschaut. Ganz interessant hier, eine separate Dusche auf 5,99 Meter. Schiebetür, die könnt ihr von außen abschließen, aber nicht von innen. Also keine Spielchen, wer duscht und dann den anderen einsperren. Ja, sie ist von innen nicht verschließbar. Macht nichts. Und hier muss ich als erstes rein, in die Dusche. Die Duschwanne ist so tief, hier könnt ihr eure Kleinkinder drin baden. Und auch die Stehhöhe ist der Hammer. Zu schließen geht das Ganze hier zu einem Kunststoff. Und dann wird das hier eingerastet. Das ist wie ein Rollo, ist das. Ja, irre, ne? Und wieder zurück. Und eine große Duscharmatur. Also, ja, das ist eine Haushaltsarmatur. Ja, ist echt. Ja, also das Bad ist wirklich, also eher gesagt die Dusche. Die Dusche ist, Dusche der, ist der Knaller. Ja. Ein Schränkchen darf natürlich nicht fehlen. Ablagefläche. Da oben ist eine Steckdose. Ne? Da ist eine Steckdose, 230 Volt und der Lichtschalter. Und ja, hier, und jetzt frage ich mich, was macht der Schminkschrank da? Das ist das Klappwaschbecken. Okay. Ups, da war Wasser. Ja, ein Klappwaschbecken. Tja, weiß ich nicht, ob ich mich damit anfreunden könnte. Ja, ich hab grad überlegt. Ja. Versuch mal deinen Kopf unter den Wasserhahn zu kriegen. Das ist ein bisschen eng, ne? Ja. Mhm. Na gut. Wer das eine haben möchte, der muss beim anderen Abstriche machen. Ne? Eben, klar. Eben. Aber der Beschlag, den finde ich schön, diesen Klappbeschlag hier. Diesen Beschlag, ja, das ist gut gemacht. Ja, es geht auch richtig schön schwer. Ja, ja. Möchte ich eine separate Dusche, muss ich schauen, wo ich das Waschbecken hinpacke. Auf jeden Fall. Ja, sonst geht es ja nicht bei 5,99 Meter. Toilette und ordentlich Spiegel, Handtuchhalter. Strömer sehe ich am Boden. Mhm. Aber die Dusche ist wirklich der Knaller. Tja. Und komplett kunststoffverkleidet. Ja, ja. Diese gewaltige Stehhöhe, ne? Das ist schon zu viel für dich, ne? Ja. So. Beleuchtete große Heckgarage mit LED-Beleuchtung. Und guck mal, bei dir und auf dieser Seite, da haben wir diese Klappen und das sind die Schränke, in die du von innen auch ankommst. Ja, genau. Was habe ich hier noch? Die Heizung vermutlich. Genau, hier haben wir die Gas-Kombitherme mit dem Frostwächterventil. Da kommst du ja super ran, wenn Service angesagt ist, ne? Schauen wir hier mal rein. Da haben wir den Gaskasten, ausreichend für 2 11 Kilo Gasflaschen. Und du, Nora, hast sicherlich noch die Türmaße für uns. 74 cm in der Breite und 1,08 Meter in der Höhe. Ordentlich ausgestattet ist der Wagen auch im Cockpit vorne mit Navi und Entertainment-System. Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber sehe ich, elektrisch verstellbare Außenspiegel. Unter dem Beifahrersitz befindet sich das Bordwerkzeug und der Platz unterm Fahrersitz ist frei.
Nora, Daten, Fakten, Hintergründe. Ja, wir haben eine Länge von 5,99 Meter, eine Breite von 2,32 Meter und eine Außenhöhe von 2,99 Meter. Masse im fahrbereiten Zustand 2742 Kilo. Wir haben hier einen GFK-Aufbau. Ja, ja. No? Auch der Unterboden ist GFK-beschichtet. Mhm. Und die Stärken haben wir auch noch. Ja, die habe ich auch noch. Die Dachstärke beträgt 30 mm, Boden 63 und die Wandstärke 33 mm. Hagelresistent. Hagelresistent. Das ist immer gut. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Ich habe ja immer Angst bei unserem Kastenwagen. Ne? Also du bekommst auf jeden Fall eine Automatik, wenn du das möchtest. Ja. Du bekommst auch einen stärkeren Motor. Beifahrer-Airbag. Beifahrer-Airbag gibt es, aber gibt es im Paket Fiat Chassis. Da ist der Beifahrer-Airbag mit drin, Fahrerhaus, Klimaanlage, Tempomat, Radiovorriss, ein Lautsprecher, Außenspiegel und elektrisch beheizte und elektrisch verstellbare Außenspiegel, Komfortsitze mit Armlehnen, in Wagenfarbe lackierte Stoßstange, kostet 3.110. Also das Paket, das Chassis-Paket braucht man auf jeden Fall, wenn man einen Beifahrer-Airbag möchte. Und dann gibt es ein Editionspaket, Edition 2021. Mhm. Da sind dabei Sitzbezüge Algovia, Alufelgen 16 Zoll, eine mechanische Trittstufe, Armaturen, Applikationen in Alu, Kühlergrill und Scheinwerferumrandungen in Schwarz, Dunstabzugshaube, ja, das geht ja hier nicht wegen dem Hubbett, ne? Korean, Arbeitsplatte und Tisch, ne? Hatten wir ja beschrieben. Blue Light System, das sind die blauen Ambientebeleuchtungen, die wir überall gesehen haben. Winterpaket mit beheiztem und isolierten Abwassertank. Edelstahl Riffelblech in der Garage. Dieses Paket kostet 3.300 Euro. Beide Pakete sind grundsätzlich empfehlenswert und ich denke, ohne diese Grundpakete Fiat Chassis und Edition 2021 wird kein Wohnmobil den Hof verlassen. Ihr fragt ja gerne nach den Heizungssystemen. Verbaut ist hier eine 4 kW Gasheizung. Optional gibt es eine 6 kW Gasheizung mit Elektropatrone. Dieselheizung wird nicht angeboten. Das optionale elektrische Hubbett kostet 1.919 Euro. Die Zubehörliste, Sonderausstattung und Pakete ist sehr überschaubar, was ich persönlich immer ganz gut finde. Dann kann man sich in den Preislisten auch nicht verirren. Ja. Gebaut werden diese Wohnmobile der Marke La Marca bei dem spanischen Wohnmobilhersteller Illusion. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet auf Fiat als 3,5-Tonner mit 140 PS, fängt an bei 51.796 Euro. Plus, was ihr dann noch dazu haben möchtet. Genau, plus Sonderzubehör und Ausstattungspakete. Ja, so haben wir den Samstagvormittag heute genutzt und haben uns die Marke La Marca vorgenommen. Hat wieder mal mächtig Spaß gemacht, ja. Neue Eindrücke gewonnen. Ja. Eine super Dusche gefunden. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es um Neuvorstellungen, Wohnmobiltests und Touren geht. Bis dahin habt eine super tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.